Servus Leute, ja, heute will ich euch vom aktuellen Buch von Kim Kestner erzählen. Und zwar heißt es Heaven's End, wenn die Geister leben. Und schaut euch mal dieses absolut coole Cover an von dieser fuchsrothaarigen Schönheit. Ja. Mit ihren beiden Geisterhaustieren, ja. Ich lese euch hier mal ganz kurz den Klappentext vor, damit ihr euch mal ein bisschen Bild da bilden könnt. Ja, in Heaven's End, einem kleinen schottischen Küstenort, lebt die 15-jährige Jojo mit ihrer Familie, den Lebenden und der Toten. Ja. Denn Jojo kann Geister sehen und wohnt mit einer ganzen Horde verrückter Vorfahren unter einem Dach. Von ihrer besonderen Fähigkeit darf aber niemand etwas wissen. Es recht nicht Zack, der Schulschwarm, dessen funkelnde Augen Jojo blödsinnigerweise ganz kribbelig machen. Doch im idyllischen Heaven's End gehen auf einmal unheimliche Dinge vor sich. Wie lange kann Jojo ihr Geheimnis noch wahren? Und was lauert jenseits der Welt der Lebenden? Endlos spannend, himmlisch romantisch, teuflisch gut, der grandiose Auftakt einer packenden Ghost-Fantasy-Trilogie. Ja, ich glaube, ich lese euch auch mal ganz kurz noch hier das hier drinnen vor. Es war schon eigenartig. Ich lebte mit meinen verstorbenen Vorfahren und zwei überaus anhänglichen Tiergeistern zusammen. Und dennoch ließ mich das Gefühl nicht los, dass mein Leben gerade erst anfing, außergewöhnlich zu werden. Der 500. Todestag des sagenumwobenen Schwarzmagiers Throckmorton rückte immer näher, während Mom und viele Geschäfte im Ort den Anlass als Touristenwerbung nutzten, drehte meine abergläubische Geisterfamilie durch. Throckmorton würde zurückkehren. Da waren sie sich sicher. Nun ja, zugegeben, es geschahen schon merkwürdige Dinge in Heaven's End. Aber gab es tatsächlich so etwas wie böse Geister? Ich musste der Sache auf den Grund gehen. Bloß wie, ohne dass mich jemand für verrückt hielt. Mit jemanden meinte ich natürlich Zack. Also, Jojo, die 15-jährige, rothaarige Schönheit hier, lebt mit ihrer Familie, nicht nur mit den Lebenden, sondern auch mit einigen ihrer toten Familienangehörige unter einem Dach. Sie kann nämlich Geister sehen, viel mehr. Ihr Vater kann keine Geister sehen, denn er ist ja nicht mit ihr aus dieser Erblinie verwandt. Die Fähigkeit, Geister zu sehen, die kommt aus der mütterlichen Erblinie. Und ja, so sehen ihre Mutter und ihr Jojos Bruder eben diese Geister und leben mit denen unter einem Dach. In der Nähe ist so ein Schloss. Und eben in diesem Schloss, der Sohn dieses Adeligen, ist dieser Zack, der gut aussehende Schulschwarm, für den die liebe Jojo ein bisschen schwärmt, sich ein kleines bisschen in den verliebt hat. Und vor 500 Jahren, da wurde scheinbar ein schwarzer Magier von den Schlossherren und so wie es ausschaut auch von den Vorfahren von Jojo getötet. Das war ein ganz mächtiger Magier,
Und jetzt befürchten die, naja, zu diesem 500-jährigen Jubiläum, jetzt befürchten die Geister, die Verwandten von Jojo, dass jetzt nach 500 Jahren dieser schwarze Magier womöglich von den Toten wieder auferstehen wird. Also er versucht's jedenfalls. Das Dumme ist, zuerst denkt Jojo natürlich, ja, das ist ja vollkommener Blödsinn. Aber dann passieren in Heaven's End immer mehr ganz komische Dinge. Es werden immer mehr rätselhafte Spukberichte gemeldet. Und da passieren auch ein paar ganz seltsame Unfälle. Und das kriegt natürlich auch dieser Zack mit. Und das will eigentlich die liebe Jojo möglichst verhindern. Will ihr aber vielleicht auch nicht ganz so gelingen. Mehr will ich jetzt nicht verraten. Ich kann bloß sagen, hier auf dem Cover sind diese zwei Tiergeister mit drauf, und die, ehrlich gesagt, Kim, falls du das Video mal sehen solltest, sind unglaublich gut gelungen. Die sind ein echtes Highlight in der Geschichte. Die Geschichte an sich ist schon richtig, richtig cool. Ich habe, als ich den Klappentext hier hinten gelesen habe, also das erste Mal jedenfalls, musste ich das Buch sofort mitnehmen, und ich habe das schon allein in den Klappentext schon so gefeiert. Die Idee alleine ist schon richtig, richtig cool. Aber die Umsetzung der Story ist noch viel cooler und noch viel toller gelungen. Diese Jojo ist so ein sympathischer Charakter, die Protagonistin. Du bist die ganze Zeit echt dabei, dich in das Mädel zu verlieben. Das ist, die ist so cool drauf, und mit eben diese Fähigkeit, Geister zu sehen, so wirkt natürlich interessant. Mit den Tiergeistern zusammen ist es auch noch unheimlich witzig. Vor allem, weil diese beiden Tiergeister so unterschiedliche Charaktereigenschaften haben. Und das macht noch mal so ein Ticken das Ganze interessanter und cooler. Auch Jojos bester Freund ist, finde ich, sehr, sehr gut gelungen. Und wie sich dann im weiteren Verlauf rausstellt, ist auch dieser Zack, dieser Adelige, super gut gelungen. Ich feiere unter anderem auch die Mutter von diesem Zack. Also da könnt ihr euch auch noch auf einen Charakter freuen, der richtig, richtig Zucker ist. Die ganze Geschichte ist unheimlich spannend und rätselhaft, spooky, aber auch total mitreißend und lustig, super gut geschrieben. Also du liest es ganz wunderbar.
Das rutscht und flutscht total flüssig. Du bist auch der Prolog ist schon richtig cool und spannend und macht wahnsinnig Bock und bereitet die Geschichte des gleich das erste Kapitel so richtig toll vor. Du bist nach dem Prolog so dermaßen neugierig auf die Story und was dann passiert. Gleich am Anfang, also du bist sofort nach der ersten Seite, bist du schon mitten in der Geschichte und die reißt dich echt verdammt leicht und schnell mit. Also ich bin wirklich, wirklich begeistert über diesen ersten Teil dieser Trilogie. Rund, total stimmig und total rund die Geschichte. Die Geschichte endet jetzt auch nicht so mit einem. Sie endet. Passt. Braucht euch keine Sorgen machen. Ihr werdet ganz, ganz, ganz große Lust haben, den zweiten Teil zu lesen. Der zweite Teil wird aber leider Gottes erst so, ich glaube, am 27. Mai erscheinen. Ist in Ordnung. Den zweiten Teil mache ich mir dann quasi zum Geburtstagsgeschenk. Ich habe einen Tag später Geburtstag. Wieder ein Jahr älter, aber nichtsdestotrotz habe ich wenigstens was, auf was ich mich freuen kann. Für meinen 44. Geburtstag. Gott, bin ich alt. Ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Teil dieser Trilogie. Liebe Kim, Hammer. Ist dir ein grandioses Buch, eine ganz, ganz grandiose Geschichte hier gelungen. Ich liebe das wirklich. Hammer. Toll. Super. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, man sieht sich auf der Leipziger Buchmesse. Vielleicht gibt es ja da schon. Den zweiten Teil wird es wohl da noch nicht geben. Da ist Leipzig noch ein bisschen zu früh. Aber wer weiß, vielleicht haben wir ja Glück. Und du kannst uns vielleicht ein bisschen was dann aus dem Nähkästchen plaudern vom zweiten Teil. Also ein bisschen spoilern oder so. Haben mir ehrlich gesagt jetzt schon lange überlegt, wie bewerte ich diesen ersten Teil. Ich gebe für den Teil 15 von 15 möglichen Punkten. Ich habe ich persönlich habe 0 zu kritisieren. Gar nichts. Ich bin restlos begeistert von dem Buch und freue mich einfach nur drauf, den zweiten Teil lesen zu dürfen. Ja, ich für jeden, der so Ghost Fantasy Geschichten mag oder denkt, so das könnte ich auch mal lesen. Hammer. Das wird euch begeistern. Ja, in diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.